Leute, da sind wir auch schon wieder und Weiser Helmut schickt Knurf Enser in den Kampf. Wer hätte es erwartet? Hallo, zurück zu Pokémon Silber. Immer noch an meiner Seite ist der Morphus und introduziert wurde ich gerade vom Bloody. Ja, das wissen die Leute. Ja, du brauchst mich nicht jedes Mal vorstellen. Warum denn? Na gut, dann willkommen beim Let's Play mit Morphus, der hier die besten Sprüche raushaut, der die meiste Ahnung hat und der dem Bloody genau sagt, welche Knöpfe er drücken muss. Damit er überhaupt. Werd nicht frech, sonst machst du die nächste Folge alleine. Was? Dann machst du die nächste Folge alleine. Hab ich schon verstanden. Dann werden wir mal gucken, was? Wie viele Daumen runter das gibt. Wirst du mal sehen. Ich habe nur 5 Views, Viewer und krieg trotzdem 10 Daumen runter wegen dir. Ja. So, auf jeden Fall sind wir auf dem besten Weg, schon wieder Level 13 zu erreichen. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, in der letzten Folge, bevor wir in die Finsterhöhle da, oder wie hieß sie, keine Ahnung, reingegangen sind. Ja, irgendwie. Dunkelberg. Dunkelhöhle. Dunkelberg? Ich weiß nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall dieses, wo es da so ganz schwarz drin war. In dieser Generation ist es noch möglich, Pokémon zu treffen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Das werden wir... Nee, da oben ist ein Item. Nee. Egal. Das werden wir in der nächsten Stadt dann sehen. Was ich damit meine. So, wir haben ein X-Abwehr gefunden. Oh, wir können es sogar sehen. Das ist super. Wir sehen es definitiv. Ach, ich bin so gut. Was sehen wir? Das, was ich zeigen will dann in der nächsten Stadt. Ah ja, okay. Und X-Abwehr sind Kampf-einmalige Items. Also die gibt man im Pokémon, also seinem eigenen Pokémon in der Regel. Das, ja. Und für diesen einen Kampf wird dann entsprechend eine Fähigkeit gestärkt. X-Abwehr natürlich steigert dann eben die Verteidigung und so weiter und so fort. Aber man kann danach keine Attacke weiter einsetzen. Das ist also ein... Ja, das ist halt ein Item, was man die Runde benutzt. Spielzug, genau. So. Ich soll nicht so viel erklären. Warum denn nicht? Ich gehe immer davon aus, dass es auch Menschen gibt, die schauen sich das an und denken sich, was ist das da für eine Pflanze? Und ja, das ist richtig, und aber... Feuer und Igel und der Igel brennt. Ja, der Igel brennt. Nein, nichts gegen noch, euch, noch, Zuschauer, aber... Noch nicht. Man sollte immer vom kleinsten Übel ausgehen und wenn man jetzt hier mega... Wenn du vom kleinsten Übel ausgehst, was du machst, ist gerade vom DAO auszugehen und der DAO ist das größte Übel. DAO? Der dümmste anzunehmende User. Oh, der DAO. In der Informatik programmierst du alles für den DAO. Deine Programme müssen laufen, egal welcher Depp da vorsitzt. Ja, da hört man mal wieder den Informatiker sprechen. Radfratz, was machst du hier? Ich wusste gar nicht, dass es auch wilde Pokémon gibt, aber dieses Radfratz ist ja wie ein Parasit, der, wenn ich mich nicht täusche, hier sogar irgendwo unter einer Taschentuchpackung sitzen müsste. Das findet man wirklich überall. Man müsste eigentlich mal ein ganzes Zimmer voller Radfratz-Figuren setzen. Ja, das wäre schon witzig. Trank. So, jetzt kommen die drei Haupt-Endmönche. Yo, Mann, ich finde einen Trank. So, um die Laufszenen zu sparen, laufe ich jetzt zu jedem hin. Du bist ja ein spieltechnisch sehr... Weiser Detlef schickt Knofenser in den Kampf. Mensch, wer hätte das gedacht? Oh mein Gott, sie haben eine Levelsteigerung. Das ist schon auf Level 6. Wie viele Glutattacken werden wir wohl brauchen, um es zu besiegen? Ich sag es euch, eine. Doppelt effektiv. Eigentlich nur einfach effektiv. Jo, mit der VM des Weisen kannst du selbst dunkelste Orte erhellen. Oh mein Gott, wir können dunkelste Orte erhellen. Ob uns das wohl nützlich sein wird? Ich glaube nein. Wir haben denn noch niemals einen dunklen Ort entdeckt, oder? Schicken wir Knofenser in den Kampf. Hau den Lukas. Los, Flame. Heißt der Lukas? Ja. Ich sehe gerade. Ja. Wow, ich habe mal nicht hingeguckt. Habe ich es vielleicht sogar vorgelesen? Keine Ahnung. Du hast ja manchmal nicht... lese ich Sachen vor und habe sie vergessen. Blick für das Wesentliche. Level 14. Jo, unsere Werte steigern schön. Steigen schön. Ha, ich wusste es. Flame entwickelt sich. So, auf Wiedersehen, Vollriegel.
Wir da, da, da. Mein Flame wurde zu Igelavar. Igelavar. Ach, verdammt. Jetzt habe ich schon was getriggert. Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM? Eines gebe ich noch mit. Behandle deinen Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Ach. Er behauptet, ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren wie mir, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Gold benutzt Fluchtseil. NPCs, die Items einsetzen. Bam, bam, bam. Ich will sehen, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Du führst den letzten Kampf auch noch aus. Aus Prinzip, oder? Aus Prinzip und Levelgründen. Ingolf. Level. Ingolfstadt. Ja. Wow, wir hatten irgendwie kein bisschen Balken da. Seht ihr das, Leute? Kein bisschen EP-Balken. Also das ist auf den Punkt getroffen. Ach so. Ja. Habe ich gar nicht beachtet. Aber ich dachte, wir hatten das wirklich so schön getroffen. Muss ich mir die Folge nochmal angucken. Hutut. Hutut. Oh, er ist Hutut. Ich mag Hutut. Ein euer Pokémon, was ein bisschen aussieht, als wenn es... Wir haben bisher auch nur einmal... Sag mal ein Bein. Wir haben bisher auch nur einmal Visor gesehen. Kann das sein? Nein, wir hatten mehrere. Echt? Ja. Ich kann mich nur kann an einen Visor-Counter anlegen. Ja, irgendjemand von euch kann ja bestimmt nochmal die ersten drei, das müsste jetzt die vierte Folge sein, ja, die ersten drei Folgen gucken und mal erzählen, wie viele Visos wir über die ganzen Folgen immer treffen. So, dann mach mal den Weisen platt oder klau einfach die VM, das wäre natürlich... Das ist keine VM, da hinten liegt ein Fluchtseil. Ein wildes Rad, Fratz, Mensch, ich mach dich platt. Was soll denn das hier noch? Mensch, Mann, stirb doch endlich, du kleines Rad, Fratz. Aber Pokémon sterben ja nicht. Was muss man dir bezahlen, damit du aufhörst zu singen? Mal so jetzt. Danke. Drei netto Kaltmieten. Aber von dir, von deiner Wohnung. Aha. Meine ist wahrscheinlich zu billig. Studentenwohnheim vor der Win. Deine Mutter fängt drauf wie mit dem Meisterball, Bloody. Das traue ich ihr zu. Die hat erst einmal Pokémon gespielt und das auch nur 5 Minuten. Jetzt kommt der letzte Test. Der Test der Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon überprüfe, in der ich... Und um alle anderen zu übertrumpfen, hat er bestimmt, weiß ich nicht, Knuffenser Level 8 oder so. Marek. Marek. Oh, da geht einer auf die Vollen. Level 7? Ob wir das wohl besiegen können? Ich glaube nicht. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Wir haben es besiegt. Das gibt satt Schutter. Schickt Hutut in den Kampf. Level 8. Level 10. Wow, jetzt wird er aggro. Hutut war übrigens das erste Pokémon, an das ich mich erinnern kann, das genau Gesichte kann. Und ich habe mich früher immer gefragt, warum diese scheiß Gesichte und so, was soll denn das? Weißt du es mittlerweile? Natürlich weiß ich es. Weißt du es denn? Nein. Gesichte sorgt dafür, dass Normal- und Kampfattacken Geist-Pokémon treffen können. Dass Geister erkannt werden. Aber ich habe mich immer gefragt, so, warum setzen sie Gesichter ein, wenn ich gar kein Kampf-Pokémon dabei habe? Die Frage ist... Geist-Pokémon, so, kein Geist. Ob du im Optionsmenü auf wechselnd oder folgenden Kampfstil geschaltet hast? Du meinst, die predikten? Ja. Was für Leuche. Du und dein Pokémon. Ihr dürftet keine Probleme mit dieser Attacke haben. Hier, nimm diese Fall. Sie enthält Blitz. Blitz. Von 5. So. Im Gegensatz zur ersten Generation gibt es hier 7 VMs. VMs sind Attacken, die im Kampf einerseits sehr nützlich sein können, also einem Pokémon beigebracht werden können. Außer Blitz. Und, außer Blitz, ja, was macht das? Senkt die Genauigkeit. Und auch außerhalb des Kampfes benutzt werden können. Genau, auch von besiegten, schlafenden und anderweitig befindlichen Pokémon. Ja, es ist lustig, wenn ihr euch vorstellt, dass ein eingefrorenes Pokémon auf einmal Surfer einsetzt und
Du sitzt dann auf einer Eisscholle, ist schon lustig. Ja, benötigst du den Orden des Arena-Leiters von Viola City? Pow! Und damit wir danach ungehemmt rumblitzen können, haben wir uns das holen lassen. Komm, benutze mal ein Fluchtseil. Nein. Die Möglichkeit. Okay. Das will ich verkaufen. Das ist ein Kapitalist. Hey! Nicht hey. Geld ist Geld! Dann latsche eben den Turm zurück, lass dich von keinem Radfratz beißen. So, genau. Vorne ist hinten. Oh, hier greift mich sowieso nichts mehr an. Im Gegensatz zu TM-Attacken können VM-Attacken mehrmals, beziehungsweise so oft man möchte, einem Pokémon beigebracht werden. Also verschiedene Pokémon. Es sei denn, man spielt Pokémon der 5. oder 6. Generation, da können auch TMs so oft verwendet werden, wie man will. Ist das so? Dem ist so. Ja, was du alles nicht weißt, wenn du diese ganzen neuen Spiele nicht spielst, ne? Na und? Ja. Und weil wir ja sowieso in diesem Let's Play mit Fun Facts rumschmeißen. Erstmal habe ich im Knofenserturm kein einziges Knofenser gefunden. Wir haben ja wohl genug gesehen. Aber davon mal. Ja, ich wollte aber eins fangen, um mir ein Onix zu holen. So, was finden wir hier? Das ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Antiparbeere. Eine Antipaarungsbeere. Die geben wir im Pokémon und dann paart es sich nicht. Nein, das ist für Paralyseheilung. Wohin ich eigentlich gerade will, ist das da. Das müsste die Icognito. Da komme ich nicht hin. Ne, die Alfruin sind da drüben. Da wolltest du nicht hin. In die Arena? Ja, ich wollte in die Arena. Ich wollte aber, ich hatte eigentlich was anderes gesucht, aber die Bäume stehen hier nicht. Die stehen das im Remake anscheinend. Ja. Alfruin Forschungszentrum. Zuständige Behörde. Wir sind in den Alfruin. Und das ist ein nettes Feature, was hier dazugekommen ist. In den Alfruinen gibt es ein bestimmtes Pokémon zu fangen, was es sonst nirgendwo im Spiel gibt. Willkommen in diesem Raum. Dies sind verschiebbare Bodenplatten, die ein Pokémon darstellen, das von Menschen aus der Antike gemalt wurde. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du eine Beschreibung des Pokémon. Also wir lesen uns natürlich erst die Beschreibung durch. Natürlich. Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckte und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtete. Na, weißt du, welches es ist? Ich habe keine Ahnung. Beobachte das Meeres-Pokémon? Keine Ahnung. Nein, wir dürfen puzzeln und erfahrene Spieler haben natürlich damit nicht so viel Probleme, zumal auch diese Randmarkierungen, womit Bloody hier jetzt gerade anfängt, nicht für allzu viel Probleme sorgen dürften. So, ja, wie bereits gesagt, ist das ein antikes Pokémon und das heißt, es lebt nicht mehr und so viele gibt es ja noch gar nicht. In der zweiten Generation kamen nämlich keine neuen Fossil-Pokémon hinzu, was etwas schade ist, weil es somit die einzige Generation ohne neue Fossil-Pokémon ist. Dafür hatte die erste ja schon drei. Genau, Aerodactyl, Kabuto und Ammonitas. Genau, und es heißt Kabuto und ich habe immer Kabuto gesagt. Kabuto. Und wer genau hinschaut, erkennt auch jetzt schon, dass es sich hierbei um eins von diesen drei handelt. Und zwar Aerodactyl. Genau, natürlich. Weil Aero heißt Himmel und wir wissen ja, dass Vieh lebt im Wasser und Wasser ist ja fast Himmel, weil es blau. So, wir haben richtig gepuzzelt. Moment. Du hast nicht Start gedrückt? Doch. Aber sollte da nicht was passieren? Vielleicht kann das jetzt noch nicht passieren. Ich puzzle es jetzt noch einmal ganz schnell zusammen. Okay. So viel Zeit muss sein. Ich will, dass da jetzt was passiert. Hatte ich es nicht richtig gemacht? Glaube nicht. Gab es nur dieses eine Puzzle? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, es gibt noch mehr Puzzle. So, das kommt da unten hin. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Halt mal den Controller darunter, damit man ihn nicht so sehr hört. Das ist ein nettes Feature. Dass ich meinen Controller runterhalte, ist ein nettes Feature. Natürlich. So bin ich halt. Dass man ihn hört, du Lappen. So. Ha! Ich hab du hast vorhin was falsch gemacht. Anscheinend. Ja, anscheinend. Ah, ich kann es mir auch denken. Du hast die hier unten wieder vertauscht. Das kann sein. So, und jetzt passiert alles automatisch. Bam! Auf einmal war der Boden weg. Eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren. Und da ist auch jetzt die Rede von diesem einmaligen Pokémon, was wir hier beim... Also einmalig, das Pokémon ist nicht einmalig. Das ist 26, 28-malig.
28 verschiedene? Ja. Okay. Krass. Ihr seht schon, ein Inkognito, und ich überlege gerade, sollte es diese Färbung haben? Oder haben wir da gerade ein Shiny-Pokémon entdeckt? Das wäre ziemlich cool. Aber wir haben es leider besiegt. Na toll, Unnecessary Crit ist unnecessary. Ja, in der zweiten wurden die Shiny-Pokémon eingeführt, um die Gegebenheiten des Color ein wenig hervorzuheben. So, wir gehen aber noch da hoch, weil das war nur ein witziges kleines Rätsel, aber gar nicht das Wichtige, sondern wir lesen mal, was da steht. Sollte da nicht was stehen? Nein, wie kommst du jetzt darauf? Ja, dann sind es erst in den anderen Kammern später. Da sind nur sämtliche Ikonen. Die Tante ist übrigens weg. Stimmt. Wir haben das Rätsel gelöst und sie strikt beleidigt. Es gibt Pokémon in den Ruinen! Das sind unfassbare Neuigkeiten! Das müssen wir erforschen! Und der andere sagt, was? Das müssen wir erforschen, das ist ja unglaublich. Pass auf. Die seltenen Pokémon, die du in den Ruinen gesehen hast. Nun, es scheint, sie ähneln den Zeichnungen an den Wänden. Das bedeutet, es gibt viele von ihnen. Verdammt viele! Das scheint noch nicht zu funktionieren. Also, auch hier gibt es einen kleinen Unterschied. In der Kristall gibt es ein paar andere Rätsel als hier in der silbernen. Trotzdem spielen wir die silbernen, da kommen wir nicht weiter. Da gehen wir da oben lang. Und wollten wir nicht erstmal den Arena-Leiter besiegen? Oder rede ich dir da gerade an irgendwelche Pläne? Wir Arena-Leiter in den besiegen noch. Erst gucken wir hier überall rum. Auf einer Kampfroute. Oh je. Ich wollte den Baum mit einem mächtigen Hieb in zwei brechen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Oh, da steht ein Baum. Er tanzt. Wow, ich finde es so total genial. Naja, Zerschneider haben wir leider noch nicht. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße nach Dukatia City. Wegen dieses Baumes kann ich nicht einkaufen gehen. Menno, man sollte etwas dagegen tun. Dass man nicht... Ja, bau doch hier einen Kopfhuss hin. Zerschneider übrigens ebenfalls eine VM-Attacke. Genau. Man ist doch klar. Der einst nicht allen, Bloody. Doch. Nicht allen. Doch. Also, so, allen. Wir sind in der ersten Arena. Optisch... dem Spiel angemessen. Hey, ich bin zwar kein Trainer, aber ha, ich kann dir gute Tipps geben. Glaube mir, wenn du es tust, kann dein Traum von der Meisterschaft in Erfüllung gehen. Du glaubst mir? Pass auf. Typ Pflanze ist schwach gegen Typ Flug. Das solltest du dir merken. Tja, wir haben denn manchmal folgt tatsächlich auch das Pokémon-Spiel logischen Grundsätzen. Ergo, Vögel fressen Pflanzen, Vogel-Pokémon besser als Pflanzen-Pokémon. So oder so ähnlich, sag ich. Leo. Leo, schick das Habitat los. Denn es wird hier gleichfertig gemacht. Hingegen dazu, ich hatte immer das Bild von den Vögeln auf einer Hochspannungsleitung, ist Elektro sehr effektiv gegen Vogel-Pokémon. Da wir am Anfang aber nicht die Wahl hatten, uns ein Elektro-Pokémon auszusuchen, hat es sich so weit erledigt. Die Start-Pokémon sind generell nicht sehr effektiv. Pflanze ist hier übrigens in diesem Spiel... Also Pflanze ist ja generell ein sehr schwacher Typ von den Gesamtwerten und Stärken und Schwächen. Coole Pokémon dabei. Ja. Allerdings ist in dieser Generation der Pflanzentyp für den Anfang generell das schwächste Pokémon. Denn wir haben die erste Aufnahme hier, wo ihr seht... dass das ein Vogeltrainer ist. Ja, die erste Arena, nicht die erste Aufnahme. Was laber ich schon wieder? Wir haben hier Vogel-Pokémon und die nächste Arena ist auch wieder etwas, was schwach gegen Pflanzen-Pokémon ist. Ja. Ich glaube, es gibt hier insgesamt drei Arena-Leiter, wo Pflanze schwach dagegen ist. Also, wogegen Pflanze eine Schwäche hat, so. So, und wenn wir dieses Taubsee besiegt haben, sehe ich gerade, dass es doch sich eigentlich sehr anbietet, unsere fünfte Folge mit dem Arena-Leiter Falk zu beginnen. Oder? Habe ich da jetzt was vorweggenommen? We will see. Oder wir machen eine längere Folge, das können wir natürlich auch machen. Oder aber wir machen es nicht. Das wäre die alternative Option, ja. So, denn da steht ja schon Falk O. Und gegen den treten wir dann erst in der nächsten Folge an. Gut. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss. Macht's gut.